Und da haben wir sie auch beide da, Sandra Atanasoff und den Trainer Thorsten Müller. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Sandra Atanasoff, das ist ja, klingt ja nicht so unbedingt deutsch. Kommt der Name aus Deutschland? Der Name nicht, nee, der kommt aus Bulgarien. Aus Bulgarien, aha, okay. Bist du aber in Deutschland geboren? Genau. Ja. Ah, okay. Mhm. Unsere Sandra Atanasoff wird am Wochenende, am 3. Februar, kämpfen um einen Gürtel, und zwar um den internationalen Titel. Was ist genau das für ein Titel? Vom Weltverband des WBC, also der International Champ. So nennt sich der Titel. Ja, und zwar im Boxen. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, um in die Brüderhalle zu kommen. Es gibt noch Tickets. Was kosten die Tickets? Wir haben verschiedene Preiskategorien. Die günstigste im Vorverkauf ermäßigt 8 Euro und dann bis hin zur Abendkasse an die 30. An die 30. Und wer sie sehen will, sollte auf jeden Fall hinkommen. Also es wird mit Sicherheit interessant. Und was interessant wird, wird auch zu wissen sein, warum sie überhaupt beim Boxen gelandet ist. Ich habe mal so ein paar Daten aufgeschrieben. Du bist 1984 in Leipzig geboren, also Leipzigerin, und hast ein Diplom als Ingenieurin für Medientechnik. Genau. Aha, das denkt man eigentlich normalerweise nicht beim Boxen. Ja, und dann hast du ja angefangen mit Boxen. Wann hast du angefangen mit Boxen? Das war, als ich ungefähr 20 geworden bin, also mit Anfang 20. Mit 20 erst? Mhm. Ja, relativ spät. Okay, und wie bist du dazu gekommen? Zufällig eigentlich eher. Also ich war halt vorher im Tanzsport unterwegs, war auch da schon mehr auf Leistung alles. Und ja, dann hatten sich halt so die Gegebenheiten ergeben, dass halt erstmal das Studium ein bisschen wichtiger wurde. Da ist der Sport ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und dann hat mich ein Freund einfach mal mitgenommen. Und dann war ich beim ersten Training dabei und seit dem Tag hat mich der Sport gefesselt. Ich habe gedacht, du hast vielleicht in der Schule mal irgendwie ein böses Mädchen hauen wollen und wusste nicht, wie du dich wehren sollst. Gar nicht. So eine Story gibt es nicht dahinter. Das ist ja klar. Klasse, aber wenn ich sehe, du warst deutsche Hochschulmeisterin, du warst mehrfache deutsche Vizemeisterin, warst auch Mitglied der deutschen Nationalmannschaft, das ist ja natürlich ein toller Weg. Mhm. Hat dich der Thorsten da immer begleitet? Ja, Thorsten ist derjenige, der mich seit meinem ersten Kampf begleitet, betreut, und also wir haben jetzt auch in diesem Jahr, sind wir 10 Jahre, ein Team als Trainer und Sportler. Also, aber nicht zusammen? Nee, sind nur ganz normal Sportler und Trainer, aber halt, wie gesagt, er begleitet mich seit meinem ersten Kampf und also wir sind schon durch so einige Höhen und Tiefen gegangen. Thorsten, was ist denn der Unterschied? Oder trainierst du nur Frauen oder auch Männer? Nein, also ich trainiere Frauen und Männer. Und als großer Unterschied ist, die Frauen sind viel ehrgeiziger beim Training. Aha. Ja gut, das erlebt man ja auch in der Berufswelt so, ne, dass Frauen eher dann, wenn sie wollen, in höherer Position relativ schnell hinkommen. Okay, aber was ist grundsätzlich der Unterschied, Männer und Frauen zu trainieren? Jetzt gerade bei der Sandra. Den Unterschied an sich gibt es keinen. Mhm. Die trainieren alle beide dasselbe Trainingspensum durch. Beide, ob Mann, ob Frau, müssen sich an alle Regeln halten. Deswegen, da gibt es total gar keinen Unterschied. Mhm. Warum hast du gerade ihn als Trainer gewählt? Weil er so gut aussieht? Nach Optik geht's nicht. Nee. Also es war halt für mich, als ich dann so 1-2 Jahre den Sport trainiert habe, für mich dann klar, wenn ich halt vorwärts kommen will, dann brauche ich einen ordentlichen Verein, der dahinter steht, und das war der Boxring Atlas für mich. Also das ist halt der Verein in Leipzig, wenn nicht vielleicht sogar in Sachsen, und dann bin ich halt hingegangen, habe mich vorgestellt und es hat halt funktioniert, und seit dem Tag geht es halt vorwärts. Sehr klasse, beim Atlas Boxclub hat man ja schon viel gehört, es gab ja auch mal eine Meisterschaft jetzt, darüber haben wir ja auch berichtet schon bei uns, aber sagen wir doch mal, was ist denn das Spannende beim Boxen? Ich meine, du bist eine hübsche Frau, ja, man denkt immer so, Boxer, die müssen immer so wie typisch Boxer aussehen, das siehst du gar nicht. Was ist denn für dich das Besondere beim Boxen? Ja, also es ist einfach die ganze Sportart, also sozusagen dieses ganze Spektrum, was die Sportart mitbringt. Also es ist halt nicht nur dieses Boxen, sondern auch das ganze Training drumherum, dass es halt so vielseitig ist. Ja, man weiß eigentlich nie, was man soll man zuerst trainieren, weil es halt, es geht los mit Kraftausdauer, Schnellkraft, Grundlagen, Ausdauer, dann das technisch-taktische, also man ist eigentlich nie fertig mit Trainieren. So, man kann immer wieder von vorne anfangen, theoretisch, ja, und man kann auch jeden Tag anders trainieren, und das ist halt das Schöne, dass man eigentlich so ein Riesenspektrum hat und auch dieses Permanente mit sich selbst sich zu konfrontieren, dann in den Ring selber reinzugehen, man steht da oben alleine drin, kann niemandem die Schuld geben, außer sich selber, und dann also das ist wirklich auch das ganze Leben drumherum, ja. Das geht dann weiter mit Ernährung. Wie kann ich dann noch was rausholen? Und wir sehen es auch gerade an Bildern. Also man sieht auch, deine Figur ist ja wirklich sehr gut definiert. Also ich glaube, dass vielleicht auch so ein kleines bisschen Schönheitsideal dabei ist. Kann das auch sein? Das ergibt sich, also das, ja, also das kommt dann wahrscheinlich automatisch mit. Aber in erster Linie geht es halt darum, logisch in der Gewichtsklasse sich zu bewegen, nicht zu weit wegzugehen in der, sag ich mal, wettkampffreien Phase.
Aber ja, das ist natürlich ein netter Beigeschmack. Definitiv, du sprachst gerade davon von Ernährung. Wie wichtig ist denn neben dem Training, dem harten Training, auch die Ernährung? Ist A und O. Also gerade, weil durch Ernährung kann man eben noch mal ein paar Prozente mehr rausholen und man merkt halt auch einfach, das, was ich meinem Körper gebe, das gibt er mir zurück. Also wenn ich mich schlecht ernähre, bringe ich auch keine Leistung. Also das ist ganz einfach. Okay, ja, das ist also wirklich spürbar. Ja, ja, definitiv. Also das, das sind so ganz einfache Beispiele. Also wenn man zum Beispiel abends feiern geht und nächsten Tag trainiert, trainiere ich viel, viel schlechter. Das merkt Thorsten dann auch so. Also dass man dann du weißt, dass die quasi so, wenn die am Wochenende unterwegs war oder nächsten Tag. Okay. Das kriegt man mit. Das kriegt man mit, ja. Also und machst du da was Besonderes dann? Nein, auf keinen Fall. so sehr ärgern tue ich sie nicht. Okay. Nee, nee. Aber das ist schon wichtig, also dass man eben nicht unterwegs ist. Also dass man dann wirklich sich fokussiert auf seinen... Also man sollte natürlich nicht sein ganzes Leben aufgeben, also auf keinen Fall. Also es ist eine disziplinierte Sportart, definitiv. Das liebe ich auch daran, ja, dass man wirklich diesen Fokus auf einen Wettkampf hat und auch da einfach merkt, wo stehe ich gerade, was kann ich jetzt noch anders optimieren und... ja, aber deswegen, wie gesagt, sollte man sich trotzdem immer mal was gönnen, auch mal das Stück Kuchen und dann eben den nächsten Tag ein bisschen weniger oder so. Also das muss auch sein. Der Kampf ist ja auch hart oder das Training ist auch hart. Wir gucken mal kurz rein. Wir haben da ein paar Sequenzen mal von dir bekommen, wie du trainierst. Schauen wir uns das mal an. Schönen Haken. Und nach Hause. Also ich glaube, ich könnte dieses harte Training überhaupt gar nicht durchhalten, wobei es mir sicherlich ganz gut tun würde. Gibt es für dich eigentlich ein Vorbild, warum du vielleicht boxt oder angefangen hast? Also nicht direkt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden nacheifern würde oder so, aber es gibt natürlich Sportler in der Vergangenheit, die mich beeindruckt haben, ja, durch ihre Leistung einfach. Wo man auch so ein bisschen sich das Training von denen abguckt, ja, also dank der Medien heutzutage ist das relativ einfach, viele posten, viele geben auch Details bekannt, wo man sich dann auch mal ein paar neue Ideen holt und so, ja, aber wie gesagt, also dass es jetzt jemanden gibt, wo ich sage, das ist mein Vorbild, habe ich so auf der Sportebene nicht, nee. Mhm. Aber wo Vorbild, für mich ist ein Vorbild ein ehemaliger deutscher Boxer, der viele Titel geholt hat, der auch gegen Klitschko auch 12 Runden durchgestanden hat und das war Timo Hoffmann und der hat uns einen Gruß gesendet, schauen wir mal rein. Sandra, ich wünsche alles Gute für den Kampf. Ja, vielen Dank, Timo Hoffmann. Also Timo Hoffmann wird Ringrichter auch am Samstag sein. Mal die Frage vielleicht an dich nochmal, Thorsten. Wie finanziert ihr das eigentlich? Wir haben für diese Veranstaltung haben wir ganz viele Sponsoren gewonnen, beziehungsweise Sandra, die hauptsächlich gewonnen. Na, sie ist auch in die Spur gegangen, um sich da die Sponsoren ranzuziehen. Und mit ihrer Leistung, die sie im Vorfeld gebracht hatte, hat sie auch eine große Resonanz gekriegt. Mhm. Macht ihr jetzt was Besonderes Richtung diesen Kampf? Also ich kenne nur Rocky, ne? Das ist ja quasi der Film schlechthin, aber macht ihr etwas oder wie lange dauert die Vorbereitung auf so einen Kampf jetzt gerade? Also unsere Vorbereitung läuft eigentlich schon seit vor Weihnachten. Sie hat ja nochmal im November einen Kampf in der Schweiz gemacht, den sie da siegreich oben auf dem Berg in der Luft, in der Höhe, hast du da Vorteile gehabt? Oder? Nee, weg von dich. Nein, aber das war ein sehr guter Kampf gewesen und den Kampf haben wir auch gleichzeitig zum Einstieg genommen mit einer ganz kurzen Pause, wo wir gesagt haben, kurz mal abschalten und dann geht es schon gleich wieder los. Und da sind wir schon kurz vor Weihnachten in die direkte Wettkampfvorbereitung wieder gegangen. Mhm. Welchen Titel geht es jetzt ganz genau am Samstag? Das ist der von, also ein Weltverband von der WBC und der sogenannte Einstiegstitel in die Weltverbände des International Champ. Wahnsinn, das in Leipzig. Also da muss man auf jeden Fall hingehen in die Brüderhalle. Wann geht's los eigentlich?
Also wir planen 18 Uhr mit den olympischen Boxen anzufangen und dann geht es Stück für Stück weiter. Mhm. Olympisches Boxen bedeutet, ja, du kämpfst nicht allein an dem Abend. Es gibt dann noch Vorkämpfe, tolle Vorkämpfe. Wer kämpft da zum Beispiel, Thorsten? Also im Amateurbereich, gerade was olympische Boxen angeht, wird von uns Henriette Stolbe mitboxen. Es wird Jeffrey Klossen mitboxen. Also das sind schon alleine zwei, die direkt aus unserem eigenen Verein mitkommen. Dann kommen noch zwei aus Zittau, Delitz, die dann im Amateurbereich erstmal starten und dann geht es ja schon in die Profibereich rein. Oh, da bin ich ja gespannt. Also ich glaube, es bestimmt eine ganz tolle Geschichte. Wir sind ja nicht nur Leichtathleten, nicht nur Fußballer in Leipzig, sondern eben auch tatsächlich eben auch Kampfsportler und da freuen wir uns drauf. Was wünschst du dir eigentlich für deinen Kampf? Dass am Ende mein Arm nach oben geht, auf jeden Fall. Wie lange müsst ihr kämpfen? Wie viele Runden? Ist auf 10 Runden angesetzt, also Titelkämpfe, Frauen, 10 Runden. Zwei Minuten, ja, ist ein bisschen geändert zu den Männern, aber durch 20 Minuten, dass die Arme hochhalten, ist ja gar nicht so einfach, oder? Nicht nur halten, auch schlagen. Mensch, da freuen wir uns total drauf und wünschen euch wirklich alles Gute, dir als Trainer natürlich, dass du nach oben alles auch halten kannst und für dich natürlich, dass deine Arme nach oben gehen und ein weiterer Gürtel dann bei dir steht. Vielen herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart und alles Gute für am Samstag. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.